Ich habe jetzt die 30 Maschen für die Ärmel hier erreicht. Da kannst du die sehen. Dieser Teil, das hier vorne ist, ist vorne. So sieht das aus, na hier. Das sind die Ärmel. Das wird natürlich alles hier gerade, das sind die Ärmel, die zwei Teile vorne und der Rücken hier. Wir fangen an auf der rechten Seite. Ich muss mir das hier, das wird immer mehr auf den Rundnadel. So, und wir fangen ganz normal die Reihe mit rechten Maschen, eine Randmasche. Die nächsten Maschen sind die rechten Maschen. Das ist die eine Hälfte von der von vorne, die Seite, was wir jetzt stricken. Jetzt sind wir gleich bei unserem ersten Arm. So, da haben wir das. Die zwei Maschen stricken wir noch links. Die zwei linke Maschen. Eins und zwei. Jetzt haben wir hier 30 Maschen. Das kannst du. Die würden wir aufnehmen. Und zwar entweder machst du das mit Nadelspiel oder mit Hilfsnadel. Ich mache das auf zwei Nadeln und die würden für lange Zeit stillgelegt, weil wir müssen erst die beiden Seiten machen, die vorne sind. Ich mache das immer so, dass 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. So. Dann kannst du das nachher für dein Nadelspiel besser verteilen. Deswegen mache ich das immer auf entweder auf 2 Nadel vom Nadelspiel oder die Sicherheitsnadel oder Hilfsnadel. So, das sind noch, das ist auch die rechte Masche und noch eine. Dann haben wir hier noch eine, da müssen 15 sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, stimmt's. Die bleiben jetzt hier liegen. Die brauchen wir im Moment nicht. Wir arbeiten weiter mit unserer Stricknadel, Rundstricknadel. Das kann ich so machen, dann hängt das da besser. So.
Jetzt holen wir die natürlich, weil die gehören da. Holst du die hier nach vorne. So, und jetzt stricken wir noch die zwei linke Maschen. Die werden ganz normal jetzt noch abgestrickt. Eins, zwei. Und dann nehmen wir drei Maschen, werden aufgenommen. Eins, ich möchte euch das so, eins, zwei und drei. Jetzt strickst du ganz normal die alle Maschen rechts, das ist die Rückseite, die strickst du alle rechts bis zu unseren nächsten zwei linken Maschen, wo unser zweiter Arm Anfang hat. Das ist die Rückenseite, die wird ganz normal rechts abgestrickt. So, ich habe jetzt die zwei linken Maschen. Die stricken wir hier noch ganz normal links ab. Und jetzt kommen die 30 Maschen, würden auch stillgelegt. Ich war gerade am Überlegen, falls du diese Hilfsnadel nicht besitzt, kann man das mit ganz normalen Stück Wolle stilllegen. Es geht einfach um das, dass das zusammenhält. Da haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, die kommen nachher auf unser Nadelspiel. Das machst du einfach da fest. Da kann nichts passieren. Entweder ein Knoten oder Schleife, ist egal. Hauptsache, dass die da fest sitzen. Und die nächste 15 machst du genauso auf die auf das Stückchen Wolle. Unsere 15 Maschen auf jeden Hilfsnadel oder hier auf unsere Wolle, insgesamt 30, die werden jetzt, wie ich schon sagte, stillgelegt. Die brauchen wir im Moment nicht. Hier haben wir wieder die zwei linken Maschen. Aber bevor wir die jetzt stricken, kommen da drei Maschen wieder. Nehmen wir drei Maschen zu. Eins, zwei und drei. Jetzt strickst du ganz normal, wie bis jetzt, bis zu Ende. Das heißt, die beiden würden noch links gestrickt, ein bisschen fester ziehen, sonst entsteht da ein Loch und das wollen wir nicht. Da ist schon genug Loch für die Ärmel. Und dann kommen die rechten Maschen. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricken wir wie immer links. So, jetzt fangen wir ganz normal an zu stricken. Das heißt,
linke Seite und rechte Seite, linke und rechte. Ich habe hier natürlich kein Muster verwendet, auch in diesem Rosa nicht, weil ich wollte euch das einfach so zeigen. Das Einfachste, wie das geht, wenn ich jetzt hier irgendwelche Zopfmuster oder was weiß ich, oder verschiedene Farben stricken würde, dann ist das natürlich ein bisschen komplizierter und dauert viel länger. Und ich wollte euch deswegen nur die einfachste Version zeigen. Na hier, wenn du das schon kannst, dann kann man natürlich da irgendwelche Muster verwenden. Das ist jetzt die linke Seite, die stricken wir. Moment, da ist irgendwas. Die stricken wir alle Maschen links. Da haben wir unsere drei Maschen, die wir die Zunahme. Da kommen wir gleich. Da musst du ein bisschen fester natürlich die erste oder auch die zweite Reihe manchmal stricken, nicht dass da zu große Loch entsteht. So, gleich bin ich soweit. Die Nadel bei mir, die sind sehr spitzig, deswegen geht das viel einfacher. So, das ist die erste Masche, die wir aufgenommen haben. Da kannst du mal sehen, dass bei mir durch die Spitze geht das relativ einfach. Die zweite. Und das ist die dritte. Nein, Quatsch, das war die erste, Entschuldigung. Erste, zweite und dritte. Jetzt ziehst du das ein bisschen fester. Auch jetzt die zwei rechten würden links gestrickt. Und jetzt immer die Maschen, so wie die erscheinen. Linke Seite, rechte Seite, linke Seite, rechte Seite. Ich wollte euch, das lege ich jetzt zur Seite, weil wir sind schon so weit mit der Arbeit. Ich wollte euch jetzt bei dem Anzug hier oder Sack zeigen. Ich habe schon sogar, ich war fleißig, habe ich schon sogar Reißverschlüsse gekauft. Die muss ich nur noch nähen. Wie ich sagte, wir haben jetzt die Ärmel ungefähr bei dem blauen jetzt ungefähr bis hier fertig. Die sind stillgelegt. Die benutzen wir jetzt nicht, da machen wir gar nichts. Wir arbeiten jetzt die zwei Teile vorne und das hintere Teil. Ich sag euch, wie weit hier haben wir. Moment. Dieser Schlafsack ist circa 58 cm lang. Wenn du ihn nicht so lang brauchst, musst du das nicht machen. Machst du ihn kürzer, wenn du das länger brauchst. Das ist sehr dehnbar. Da passt locker ein Baby rein. Jetzt kann man das natürlich nicht so gut sehen, weil der Reißverschluss ist noch nicht fertig. Wie gesagt, 58 cm, natürlich ohne Kapuze gemessen. Ich habe nur von hier gemessen, vom Hals. Jetzt strickst du die 58 cm oder mehr oder weniger, wie du das magst. Strickst du einfach glatt. Rechte Maschen und die Rückseite linke Maschen. Wenn ich bei mir mit 58 cm schon fertig bin, weil ich möchte den blauen genauso machen wie diese rosane, dann sehen wir uns wieder. Dann müssen wir natürlich hier die Maschen
abketten. Und dazu brauchen wir diese Hecknadel. Und dann fangen wir an natürlich mit unseren Ärmeln. So lange bleiben die jetzt mit Hilfsnadel, Nadelspiel oder einfach mit Wolle sind die jetzt stillgelegt. Bis später.